Willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblings-Let's Play, und zwar von SmackDown vs. Raw 2008 im GM-Mode befinden wir uns. Ja, nächste SmackDown-Card steht an, letzte SmackDown-Card vor dem großen Pay-Per-View Judgment Day, wo wir dann das Triple Threat-Match haben um die World Heavyweight Championship, wo wir dann die Tag-Team-Championship hoffentlich aufs Spiel setzen können und so weiter, wenn das alles klappt mit Seth Rollins, weil der macht jetzt Probleme, der sagt der. Was will man machen? Aus Versehen habe ich hier Ultimate Warrior in zwei Matches gepackt. Eigentlich sollte hier Art True filmen und wir haben alle Leute wieder verbucht hier. Und nicht vergessen, heute ist der letzte Tag, wo ihr für die Roster-Drafts abstimmen könnt, ne? Ihr kennt das Ganze. Wer soll rein ins Roster, wer soll raus? Und wir kriegen immer ein paar mehr Leute rein als raus und so haben wir immer ein großes Roster. So, Match simulieren lassen. Los geht's. Und Ultimate Warrior gewinnt dieses Match, dieses Ultimate Submission Match. Es geht wieder um die WWE Tag Team Championships. Seth Rollins und Roman Reigns hier nur als Manager fungieren. Die müssen im Match sein, aufgrund der andauernden Fehde, die dann bei Judgment Day endet. Mal gucken, wie das ausgehen wird, ob wir neue Champions kriegen mit CM Punk und Y2J. Mal sehen. Nein. Der Warrior und Biggie Langston verteidigen ihren Titel. Und jetzt kommen wir, das Match spielen wir nachher. Es geht wieder um die United States Championship. Der United States Champion Randy Orton muss verteidigen gegen Dean Ambrose, Cesaro und Batista. Simulieren lassen. Los geht's. Und wir haben einen neuen Champion, einen neuen US Champion mit Dean Ambrose. Herzlichen Glückwunsch. So wollte ich es eigentlich ja von Anfang an haben. Main Event Time. Fede, Taker gegen Edge. Die sind aber nur hier Manager fungieren und deswegen Brian hier im Match. Der muss ein bisschen populärer werden und dafür gegen den antreten, der die geringste Popularität hier hat im GM-Mode, und zwar Fandango, der arme Kerl. Es würde mich sehr wundern, wenn Fandango hier gewinnen würde. Jawohl, Brian siegt hier und ja, Undertaker wird das wahrscheinlich ein bisschen an Popularität verlieren, aber der ist auf Platz 1 der gesamten Rangliste, sollte nicht allzu schlimm sein. Dieses Match soll Mysterio auf jeden Fall gewinnen, da er auch populärer werden soll an seiner Seite Franz, obwohl die beiden gegeneinander die Fehde haben, aber mit dem Sieg sollten beide etwas populärer werden. Und AJ Styles, der Arme, ist auch nicht so populär, deswegen könnte ein schönes Match werden. Und das spielen wir jetzt auch. Achso, ich wollte einen Moment zurück. No Disqualification machen, das ist ein bisschen interessanter wird. K.O. oder Q aus, bitte. Ring Out auch aus. Ansonsten kann ich nicht viel einstellen. Okay. Dann spielen wir das Match doch mal, bitte. Und wir spielen Mysterio. Könnte interessant werden. So. Ach ja, nicht vergessen, ich nehme immer 7 Ausgaben am Stück auf. Deswegen kann ich auch nicht so auf euer Feedback so direkt eingeben. Aber ich kann nun mal nur am Wochenende aufnehmen, beziehungsweise da passt es für mich am besten. So, Franz wieder nicht am Start, offiziell oder hier im Match sehen, offiziell aber schon. So wollte ich sagen. Ich kann das Match jederzeit neu starten, wie es aussieht. Interessant. Was sind denn, oder was kann ich denn machen mit meinen, meine Fähigkeit, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Würde mich interessieren. Vielleicht kann ich dann schneller fliegen oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ich spiele Rey Mysterio, nicht vergessen. Auf der rechten Seite oben ist meine Finisher-Leiste. Aber aktuell ist AJ Styles gut am Start. Okay. Okay, okay, okay. Zack, einmal. Ey, gar nicht cool. Gar nicht cool. Komm her hier. Na. Oh. Zack, zack. Zack, ei. Punches. Die sind hier ganz schön langsam, die Punches, ne? Wenn man da die Luxus von... einfach mal weggerollt. Von WWE 2K14 gewohnt ist, dass da Punches ziemlich effektiv sind. So, komm noch. Alter. Der macht hier aber auch Stress, der gute AJ Styles, ne? Muss man sagen. Jetzt, hör doch mal auf hier. Aha. Ding ist aber, Content und die Rolle auf dem gleichen Button sind. Weshalb das öfter mal passieren kann. So, zack, auf den Fuß treten. Dann der Ultimate Control Grapple. Soll nicht sein. Soll nicht sein. So ein Mist. Komm her hier. Ey, der konnte aber wirklich alles, der AJ Styles. Ne? Über wen habe ich den gemacht? Ich weiß es nicht. Ihr könnt das nachgucken. In der Roster-Übersicht, wo ihr die euch auch zu Hilfe nehmen könnt, wenn ihr votet. Wer ins Roster soll und wer nicht. Und wer raus soll. Ey, der ist ja wirklich gut am Start hier, AJ Styles. Ich will doch mit Rey Mysterio gewinnen. Ey, diese scheiß Ding hier, dass der immer wegrollt, wenn ich Content drücke. Das nervt ja wirklich. Das nervt ja wirklich.
da hier wirklich ständig kommt, dann drücke. So, zack. Wunderschön. Hurricane Rana, wirklich. Mysterio Rana oder so heißt es ja, ne? Wunderschöner Somersault, Flag Drop oder was es auch immer ist. So, und die Seile kommen hinterher gelaufen. Die Lariat, geh aufs Top Rope. Und dann hinterher, der Front Mr. Drop abgefangen in die Powerbomb, oh Gott! Das erinnert mich ganz an das Ende vom Universe Mode, aber nochmal gekontert. Schön in den Facebuster. Ach man. Ach man. So, ey, der Sack, der kontert aber auch wirklich alles. Ich hatte schon AJ Styles hier im Universe Mode gespielt. Nein, ich hatte mir ein Match angeguckt, so war das. So, hier, Ultimate Control, was soll denn das? Das will nie funktionieren. Komm her hier, dann muss ich die normalen Moves nehmen. So, Punch. Hör auf hier. So. Okay, AJ Styles gleich mit dem Finisher am Start. Alter, genau. So wollte ich das haben. Oder fast. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Entire von Rey Mysterio hat sie nicht irgendwie überschrieben. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Hatte ich vergessen, nochmal nachzugucken. Mache ich Event beim nächsten Mal, aber ich vergesse sowieso. Wie ich mich kenne. So. Aber ihr könnt ja in den Kommentaren sehen. Quatsch, in der Rosterübersicht, welche Mod ich eigentlich haben wollte. So, ich kann ja mal hier wunderschön Phoenix Splash zeigen. Und jetzt den 619. Wenn er nicht Content will, mal gucken. Jawohl, der 619 gelingt. Jetzt geht er in die Seile. Woohoo, 619. Und bam. Jetzt fehlt nur noch der West Coast Pop. Und dann ist das Ding ja auch gegessen. Eventuell, aber ich glaube eher nicht, da AJ Styles noch ziemlich unangeschlagen ist. Noch ziemlich heile. Er ist gelb am Torso und am Körper ebenso. So, der kontert auch wirklich alles, ey. Glaubt man gar nicht. Und wir sind auch gelb. So, komm mal hier. Boah, wir sind auch ganz schön kaputt schon, ne? Wie es aussieht. Haben wir als zweiten Finisher eventuell den Splash von Mysterio? Bin ich ganz sicher. Wie auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich es gleich mal ausprobiere, dann werde ich sehen. Ja. So, der Kick sollte nicht gelingen. Ach man. The guy behind me can't see, genau. Can't see. Ach ja, aber jetzt rede ich schon wieder auf die Füße. Immer noch angeschlagen ein bisschen verschnupft. Hoffentlich, wenn ihr das hier seht, ist das nicht mehr der Fall. Ich hoffe doch, ich bin schon auf dem Weg zur Besserung. So, auf Top Rope. Und jetzt der Splash. Ah, der Frog Splash. Also kann ich mal davon ausgehen, dass das Ganze nicht als Finisher ist. Deswegen jetzt hier wieder der 619. Der zweite hier im Match. In die Seile. Und badam. Und das kann jetzt das Ende sein. Torso orange hier. Auf die Seile, Springboard. Badam. Hurricane Rana. One. Two. Ah. Oh, Scheiß. So, ein Scheiß. Sollte nicht sein, denn... Oh, der Superman-Punch. Mag kein Superman-Punch, ne? Superman-Lariat oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Probieren wir nochmal den Frog Splash. Vielleicht endet der ja das Match. Wenn er... Auch wenn auch nicht als Finisher. AJ Styles rot hier. Und das Cover bis 3, jawohl. Der gute Move. Adaptiert von Eddie. Gibt's so ein Wort. Adaptiert im Deutschen. To adapt, nachahmen. Ja. Und wir haben ein Sieger mit Rey Mysterio. Popularität soll dadurch hochgehen, sollte dadurch hochgehen. Ich hoffe, dass sich auch nach dieser SmackDown-Ausgabe keiner verletzt hat. Weil Verletzungen sind doof. Denn ich brauche die Leute im Roster, ne? Scheiße, ich habe vergessen, die Promo-Slot zu füllen, ne? Franz, was machst du denn? Was machst du denn? Bin ich doch so doof, ey. Ich bin so doof. Was sagt die Popularität und so weiter? Keiner hat sie verletzt, das freut mich schon mal sehr. So, Undertaker immer noch bei 100. Edge, Rey Mysterio noch gar nicht angeschlagen. Daniel Bryan, wie sieht's denn mit der Moral aus? Warrior, ziemlich ermüdet. Oh Mann. Insgesamt, oh Gott. Cesaro auch, der hat sich irgendwo den Arsch aufgerissen. Aber der ist ja so ein Typ, der macht das ja öfters mal gerne. Zufrieden, unzufrieden. Kann nicht sein, dass Daniel Bryan unzufrieden ist. Ist auch nicht euer Ernst. Aktuelle Champions, seht ihr hier die Übersicht. Ich bin Cruiserweight Champion immer noch. Aber ich muss mich ja ausruhen. Richtig? War das so, ne? War das so. Mal gucken. Wo bin ich denn hier? Ah, ich hatte... Genau. So, da ist das runtergegangen, ist klar.
da ist hochgegangen, das ist hochgegangen. Das freut mich sehr. Warum ich vergessen, warum ich das vergessen habe mit dem Scheiß, ich weiß es nicht. Mit Seth Rollins, ne? Die Kacke. Hatte der jetzt, warte mal. Ist der jetzt bei 70? Das wäre gut, wenn er jetzt bei 70 wäre. Komm, komm, komm. Jawohl. Wenn wir Glück haben, können wir ihn, können wir antreten für die Tag Team Championships. Das heißt, unser erster Pay-Per-View ist jetzt am Start. Judgment Day ist immer Fäden checken. Oh, was soll das denn jetzt hier? Wieso Daumen runter? Was soll das denn jetzt hier? Mies, mies. Geht es jetzt nochmal um die Cruiserweight Championship bei Judgment Day. Dann stellen wir jetzt dort die Card ein. Können wir doch machen, ja. Ist ein Pay-Per-View unsererseits. Das ist gut. Haben wir schon mal Finanzberichte? Stimmt nicht. Nee. Schade. Wäre auch zu schön. Doch. Ist das der Finanzbericht von letzter Woche? Kann gut sein, ne? Ja, müsste sein. Werbeeinnahmen 0, okay. Wie sieht es denn mit mit Einnahmen allgemein aus? Oder wie viel Geld haben wir denn für die Woche? Okay. Bisschen mehr als 2 Millionen war das, ne? Fansupport. Ein bisschen ist gestiegen bei uns, ne? Raw immer noch die Nummer 1 hier. Das müssen wir ändern. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Was sagt WWE.com? Diesen Sonntag. Diesen Sonntag präsentiert SmackDown Judgment Day Veranstaltung. Ist schon seit Wochen ausverkauft. Aber auf dem Sofa ist immer Platz, um uns auf PPV zu verfolgen. Anschließend gibt es auf WWE. Okay. Ja, stimmt. Wie war unsere SmackDown-Ausgabe? Ich habe gar nicht geguckt. Mit den Ratings. Eigentlich müssten die Ratings ziemlich hoch sein, wenn wenig Werbung ist, oder was? Was sagt ihr? 3 Sterne, wieder nur 2,5 Sterne, das ist okay. 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne, 3,5 Sterne, geht besser. Und das werden wir auch gleich zeigen hier bei Judgment Day. Okay. Jetzt stellen wir schon mal das Main Event hier ein. Es geht um die World Heavyweight Championship, Triple Threat. Dort möchte ich aber nicht wirklich eingreifen. Würde ich sagen. Judgment Day. Rechtsprechungstag oder so. Judgment ist. Ach, Gerechtigkeitstag. Machen wir doch ein. Der TLC, da ist die AI immer ziemlich doof. Dann machen wir noch ein Hell in the Cell Through a Threat Match, weil man Hell in the Cell Matches anscheinend nur bei Pay-Per-Views angucken kann. Sollte gehen, wenn ich jetzt noch Edge dazu packe. Liege ich da richtig? Komm, jawohl! Das ist doch mal ein Main Event. Edge, Undertaker und Daniel Bryan in einem Triple Threat Hell in the Cell Match um die World Heavyweight Championship. Dann geht's um. Mach ich erstmal hier das Match Franz und Rey Mysterio. Das muss jetzt nochmal sein. Das werde ich dann spielen. One-on-one. Okay, Franz hat sich ein bisschen erholt. Das ist gut. One-on-one in einem. Steel Cage Match. Warum nicht? Jetzt hier am Start. Sollte klar gehen, jawohl. Dann brauchen wir wieder Leute für die United States Championship. Am besten, die nicht so angeschlagen sind, ne? Fatal 4-Way haben wir. Ja, machen wir eine Hell in Cell. Wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Machen wir Four-Man Battle Royal. Dean Ambrose muss am Start sein. Cesaro, der ist ziemlich ermüdet, ne? Batista ebenfalls. Wen können wir denn als Herausforderer reinbringen? Machen wir es hier am Punk rein. Der ist relativ beliebt. Dann halt gucken, wie es mit seiner Ermüdung aus. Die geht auch noch. Der ist nicht so beliebt. Schade. Seth Rollins. Geht nicht. Muss ich bei der Verteilung jetzt so bleiben, oder was? Randy Orton war jetzt noch, ne? Ja, bleibt erstmal dabei. Ja, okay, Cesaro, Punk, Randy Orton, Dean Ambrose, Battle Royal. Punk, der muss noch irgendwie dann. Der Slot muss noch geändert werden. Die Promo-Slots kann ich gar nicht ändern diesmal. Okay. Dann geht's jetzt um die Tag Team Championships. Endlich, das sollte jetzt wirklich gehen. Was machen wir denn da Schönes? Steel Cage haben wir auch schon, ne? Haben wir denn noch nicht für ein Match? Machen wir TLC oder so, ne? Lassen wir eh nur simulieren. Ultimate Warrior, achso, die gegen The Shield. Also Roman Reigns und Seth Rollins. Sollte klar gehen, oder?
Jawohl, jawohl. Geht doch. Und jetzt können wir noch den Rest in irgendein Match packen. TLC, Tornado Tag, Steel Cage, Battle Royal, Hell in the Cell. Und wir können ja jetzt beim nächsten, oder können jetzt beim nächsten Match einfach sagen, dass der Gewinner hier Number One Contender für die United States Championship wird. Jetzt muss ich gucken, wie viel haben wir denn schon belegt? Belegt. 4 Stullen, ne? Haha. So, 4, 6, 10, 13. Also können wir noch eine Menge Leute da reinpacken. Dann machen wir doch ein Nicht-Titelkampf Six-Man-Ladder Armageddon. Nee. Machen wir Ladder-Match. Schauen wir das hin. Geht nicht. Wie mies. Dann machen wir Armageddon Hell in the Cell, um es spektakulär zu halten. Jetzt muss ich bloß Leute finden, die noch nicht gebucht sind, ne? Gott. Oh Gott. Match-Spezialist, Heimatort, Mysterio und Undertaker. Wieso, wir sind doch in California. Was ist das für ein Mist? So, also. AJ Styles, Paul London, Fandango. Wen haben wir noch nicht? Das haben wir schon. Cesaro haben wir auch schon. Jericho fehlt noch. Dann noch. Die vier müssen auf jeden Fall schon mal richtig sein, ja. Fandango, AJ Styles. R-Truth bestimmt noch. Den haben wir noch nicht, ne? So, R-Truth. Truth. Und 1, 2, wer fehlt denn jetzt noch? Batista? Ah, der ist auch nicht schlagen, ne? Ja, dann kommt Batista in den Opener. Scheiß auf die Müdigkeit, wenn Batista verletzt ist. Interessiert doch eh keinen. Schade, dass ich die Promos dort nicht ausführen kann. Wäre interessant gewesen. Oh Mann. Haha. Aber, ja. Das ist die Matchcard für heute. Hell in a Cell, TLC, Steel Cage, Battle Royale und so weiter. Denn wir wissen, umso spezieller die Matchart sind, desto höher sind die Ratings. Populär sollte, also das Main Event sollte mit diesen drei Topstars wirklich 4 Sterne mindestens geben. Also, sonst würde ich auch nicht wissen. Fehde ist auch am Start. Alle Fäden sind bedient. Also, besser geht's nicht. Werdet ihr gebuckt? Schreibt's in die Kommentare. Nicht vergessen, heute noch abstimmen für das Voting und so weiter. Und dann geht's morgen los mit Judgment Day. Ich geh's schon mal auch bestätigen. Und dann gucken wir uns ein paar Matches an. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Franz, euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Daumen hoch, wäre cool.